Ah, gut, der Taunusuhu hier. Ja, spät angekommen hier am Start meiner Reise in Berchtesgaden. Das Wetter ist auch nicht so doll, aber trotzdem, das Abenteuer beginnt morgen. Für Tag 1 unserer Tour. Wir sind hier am Königssee vor der Touristinfo. Hier ist der Start. Wir machen am ersten Tag mit dem Schiff rüber nach St. Bartholomä und dann über die Saugasse rauf zum Kerlinger Haus. Ja, nach unserer halbstündigen Schiffsfahrt sind wir jetzt hier in St. Bartholomä angekommen. Von hier aus geht's dann los Richtung Saugasse und Kerlinger Haus. Bisschen schwieriges Gelände. Ein wirklich erstmalig sehr steiles Stück, was wir jetzt hier gehen. Ja, jetzt haben wir gerade so einen Anstieg gehabt. Jetzt geht's wieder auf dem guten flachen Stück. Voran, ein bisschen ausruhen. Jetzt sind wir in der berühmten Saugasse und das ist natürlich landschaftlich hier ein totales Highlight. Einfach klasse. Aber wir haben noch über 30 Kern zu gehen. Ja, es ist immer noch beschwerlich. Da müssen wir hoch. Da, da. Und da geht's weiter bis da oben, wo das Licht ist. Und hier nochmal die Saugasse von oben nach unten gesehen. Und das ist das Ziel. Saugasse ist geschafft. Ein Blick zurück. Ja, nach einer endlosen Hartscherei durch Tirol kommen wir jetzt hier an diesem traumhaften Blick vorbei. Ja, und hier sehen wir das steinerne Meer links und wir haben es jetzt nur noch eine Viertelstunde bis zu unserer Hütte und das war ein echter Schlauch heute. Ja, und hier in voller Schönheit das Kerlinger Haus, unser Ziel heute und ja, wir sind echt happy, dass wir es geschafft haben. Ich stehe hier auf der Terrasse des Kerlinger Hauses und man hat hier einen wunderbaren Blick auf den Fundensee. Und das steinerne Meer. Ja, wir sind angekommen im Kerlinger Haus. Das war ein echter Ritt heute von St. Bartholomä bis hierher.
knapp 1300 Höhenmeter haben wir in 5 Stunden gemacht. Und nach dieser berühmten Saugasse, ja, die muss man einfach mal gemacht haben, hat sich dann halt noch ein ganzes Stück gezogen. Moin Moin, Tag 2 unserer Alpentraversale und wir starten jetzt 7.30 Uhr am Kerlinger Haus und laufen über den Fundensee und das Riemannhaus nach Marialm. Ja, wunderbar, der Blick zurück. Einfach eine herrliche Gegend hier, chillig. So, los geht's wieder. Ja, das ist der Weg. Und das geht jetzt eigentlich nach 2 Stunden so weiter. Aber wir sind schon wieder auf Touren. Die Maschine brennt. Ein sehr schöner Morgen heute wieder. Da hinauf. Da oben. Da müssen wir hin. Ja, wunderbar. Ja, das ist der Weg zum Riemannhaus. Von hier aus noch ungefähr eine Stunde. Jetzt sind wir im Felsenmeer. Es hat den Anschein, als wenn die Steigung jetzt nachlässt. Ja, wieder so eine Passage. Es will heute einfach nicht aufhören. Wow. So, da sind wir, das Riemannhaus. Sensationell, ein geiler Weg, Schnee haben wir noch gehabt unterwegs und ja, das ist jetzt unsere Mittagspause und dann geht's ab nach Marialm. Nachdem wir uns am Riemannhaus gestärkt haben, hier schon mal der kleine Vorgeschmack auf den Abstieg, der dann folgt. Im Hintergrund sieht man schon Marialm. So, das ist jetzt der erste Abstieg vom Riemannhaus. Alles so ganz runter. Wow. Ja, von da oben sind wir gekommen. Ja, das war mega anstrengend. Und jetzt hatschen wir hier noch auf so einem irren Schotterweg, wo man ja sehr schnell ausrutscht und der ist sehr steil, das kann man hier gar nicht zeigen. Thank you.
Ja, wir sind jetzt mit dem Taxitransfer hier in Andrestal und sind jetzt auf der Traunalm, ein kleines Einod, ja, ganz ruhig, ganz gechillt und ist eine gute Location. Ja, und das ist hier die gekühlte Getränkebar. Und von der Traunalm aus wollen wir dann morgen hier ins Glocknergebiet, über die Pfandelschade zum Glocknerhaus. Ja, ich bin gestern gestürzt und muss jetzt heute einen Tag Pause einlegen, weil meine Beine nicht mehr so richtig mitmachen. Und deswegen habe ich mich jetzt von der Gruppe getrennt und die laufen jetzt zum Glocknerhaus. Und ich werde jetzt wieder ins Tal hinabgehen. Das ist nicht weit und auch nicht viel Höhenmeter runter. Und werde mir dann dort einen Bus besorgen und zum nächsten Etappenziel mit dem Bus fahren. So sieht es heute hier an Tag 3 aus. Alles verhangen, es nieselt leicht und ja, die Natur ist trotzdem schön und wir machen das Beste draus. Sonntags morgens um 8 auf der Alm. Wunderbares Panorama auf dem Weg nach Verleiten, hier das Großglocknermassiv. Das ist also Tagesziel Tag 3, das berühmte Glocknerhaus. In einer beeindruckenden Lage. Und wenn jetzt nicht die Suppe wäre, hätte man auch eine geile Sicht. Ich kann euch gar nicht viel zeigen hier von der tollen Landschaft am Glocknerhaus. Es ist halt die ganze Zeit jetzt schon so suppig. Tag 4, 7 Uhr morgens und die Welt hier oben sieht schon wieder ganz anders aus. Großglockner, klar und deutlich ist er hier zu sehen. Ja, wir laufen heute vom Glocknerhaus zum Lucknerhaus über die Glorer Hütte und ja, es ist ein sonniger, klarer Tag, aber der Wind pfeift eisekalt. Hinten am Horizont draußen, das ist der Johannesberg, heißt der. Den geht man von der Oberwalder Hütte aus, ein leichter 3000er. Der weiße da, seht ihr den? Welcher? Der Mitte draußen. Ja. Ja. Blick auf Heiligenblut. So, jetzt sind wir auf dem Pfad. Aufstieg zur Glorerhütte. Können wir die Rucksäcke drauf machen? Ja,
gerade jetzt gerade wäre es am besten. Bis zu mir her. Na, Blödsinn. Ja, da oben. Da wollen wir heute noch hin. Zur Mittagspause. Oh, eine Schlange hier, eine Schlange. Oh, eine Kreuz. Oh, 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 oh. Oh, voll Arsenal. Bravo. Ein herrlicher Ausblick. Und hier auf der gegenüberliegenden Seite die Salmhütte. Was sind wir jetzt? 2,5, 2,6 oder so, ne? Okay. Ein erster Blick auf die Glauberhütte. Ankunft, Mittagspause. So, komm her, was zu trinken? Ich glaube, das ist die Größe. Ja, das ist jetzt hier so ein Gatsche-Abstieg zum Lucknerhaus. Eigentlich ein, wie ihr seht, ganz normaler Forstweg. Noch eine halbe Stunde und dann sind wir am Tagesziel. Ja, das Lucknerhaus auf 1920 Meter. Unser heutiges Etappenziel war jetzt auf guten, ausgebauten Wegen. Und hier jetzt nochmal auf so einem schmalen Pfad zu erreichen. Ja, moin moin, Tag 5. Heute mit unserer Alpentraversale geht's weiter. Wir verlassen den Großglockner, machen einen Taxitransfer in irgend so ein Tal, fahren dann mit der Bahn wieder auf 2000 Meter hoch und machen heute eine reine Berggipfel-Gratwanderung, bevor es dann wieder bergab ins Tal geht zur nächsten Übernachtung. Seht selbst, was passiert. Ja, jetzt sind wir am Lift in St. Jakob am Defrickental und hoch geht's auf die Moseralm. Ja. Da, das muss 100% weggehen und das geht auch 100%. Sonst wird es schnell. Ja, dann kriegst du viel, viel mehr raus. Ja. Wie, ja. Weißt du, ja, jetzt sind wir auf der Brunnalm, Umstieg von der Kabinenbahn auf den Sessellift. Unser heutiges Gipfelziel, Passziel, ist die Scharte hier in der Mitte des Bildes.
da ist ein Murmeltier, wenn ihr es sehen könnt. Der steht vor seinem Bau. Ja, wir nähern uns unserem Ziel, nachdem wir jetzt einige Schneefelder durchquert haben. Oben bis und dann über den Gipfel. Ja, vor allem jetzt dieser Wow-Effekt, als wir hier praktisch über den kleinen Pass hier hochkamen und dann hier. Ja, das ist ja immer der Schöne. Das ist ja immer dieser Wow-Effekt. Ja, ja. Ja, die Scharter da oben, wo der kleine Kopf ist, da sind wir durchgestiegen und sind jetzt wieder auf dem Weg runter. Und hier ist dieser herrliche See, karibisches Blau. Berg heil! Berg heil! Wir haben es geschafft! Ja, das ist immer Sonne! Berg heil, da kriegst du immer Wasser, Renate! Da komme ich nie mehr raus! Da gehe ich freiwillig nicht mehr raus! Christian, du geh her! Ja, hier! Auf dem großen Degenhorn, knapp 3000 Meter! Wow! Ich hab's geschafft! So weit kämpfst du es wieder rauf, ich sag euch das! Auf dem großen Degenhorn! So, der elende Abstieg wird wohl jetzt bald sein Ende haben. Da unten ist eine schöne Fahrstraße. Und wenn man jetzt hier hinterblickt, da sind dann auch die ersten Almen, unser erstes Zwischenziel, bevor es dann zum Bus wieder geht. Ja, von da oben sind wir abgestiegen.
Also ich schätze mal, das waren bestimmt jetzt Abstieg 1300 Höhenmeter. Die wollte unbedingt, gell? Das ist wieder, oder? Nee. Unser heutiges Tagesziel ist in Sicht, die Untersteller Alm. Nach einem ereignisreichen Tag mit einer Gipfelbesteigung auf das große Degenhorn mit 2970 Metern wartet jetzt ein großes, kühles Radler auf mich. Gute Morgen. Tag 6 unserer Alpentraversale und wir haben heute hier in Innerwilgraden übernachtet und von hier aus starten wir nun auch die Tour aufs Toblacher Pfannhorn über die Bonner Hütte und dann geht's schon Richtung Italien bei den Dolomiten und ja, lasst euch überraschen mit dem Postbus nach Karlstein. Von den zwei Jägern erschossen worden ist. Und das ist zu der Zeit, 1982, ist das durch die Medien gegangen. Gell. Das war in der österreichischen Presse. Und diese zwei Jäger, die auf den geschossen haben, die haben dann auswandern müssen, weil sie so einen sozialen Druck bekommen haben. Aber das ist. Mussten die ganz aus Österreich? Nein, nur von diesem Tal sind die dann halt weg. Auf zum Toblacher Pfannhorn. Ja, jetzt ist es der letzte Anstieg zum Toblacher Pfannhorn. Bis jetzt war es für mich zumindest 2 Stunden identisch in der Reihe, weil es geht sehr steil nach oben. Ja, den Grat da unten, den sind wir jetzt gerade hochgekommen. Wow. Ja, jetzt sehen wir noch Verteidigungsanlagen der italienischen Faschisten, die wohl erbaut wurden zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und die sind auch nie irgendwie zum Einsatz gekommen. Sind halt geschichtliche Relikte hier am Berg. Auch der Berg will bezwungen werden. Ja, jetzt angekommen auf dem Toblacher Pfannhorn, 2663 Meter, Aufstieg ungefähr 2,5 Stunden. Yeah! Ein erster Blick auf die Dolomiten mit den drei Zinnen, unserem Endziel in der Bildmitte. Ein herrliches Alpenpanorama. Zurück Richtung Zentralalpen.
herrliche Blicke hier nochmal beim Abstieg Richtung Dolomiten. Auf Wanderstraßen, die es auch in den Bergen gibt, geht es nun zu unserer Abholstation, wo wir dann nochmal einen Taxitransfer haben in das Sechstner Tal. Und wir werden dann quasi zu einem Punkt gebracht, von dem wir aus dann noch heute auf die drei Schusterhütte nahe den drei Zinnen aufsteigen. Blick auf den Weiler Kandellen, dem nächsten Stopp bei unserer Tour. So, wir sind jetzt am Parkplatz der Drei-Schuster-Hütte angekommen. Da kriegen wir jetzt noch einen Shuttle und dann ist das heutige Tagesziel Drei-Schuster-Hütte bei den drei Zinnen erreicht. Ja, das ist der Ausblick von der Drei-Schuster-Hütte auf die Dolomiten. Ja, moin moin vom Tag 7 unserer Alpentraversale. Heute geht's los von der Drei-Schuster-Hütte zu den drei Zinnen, unserem richtigen Ziel dieser Tour. Und dann geht's rüber zum Bus und dann auch schon nach Hause. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Bildern. Und wer hat das? Der Herr Dolomit hat das rausgefunden. Mhm. Und deshalb heißen die Dolomiten. Mhm. Ja. Okay? Mhm. Und der ist ein bisschen härter wie der normale Kalk. Albini, gell? Thank you.
So. Was? Achtung, eingebrochen, ne? Ja, jetzt sind wir bei den drei Zielen angekommen und haben ein Dreckswetter hier am Ziel erwischt. Und im Hintergrund kann man ja sehen, leider kann man sie halt nicht sehen, die drei Zielen. Und wir müssen auch schon wieder weiterziehen. Ja, es ist halt leider so, wie es ist. Trotzdem, bis hierhin war es eine geile Tour. Vielleicht kann ich ja von unterwegs noch mal ein paar schöne Bilder zeigen. Vielleicht reißt es ja noch mal auf.